Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Delegierte, lassen Sie mich die wichtigste Botschaft meines Berichts gleich vorwegnehmen. Die Finanzlage unserer Partei ist solide und geordnet, sodass wir auch den zukünftigen Bundestagswahlkampf sehr gut bewältigen werden können. Die Rechnungsprüfer werden Ihnen gleich noch einige konkretere Zahlen des Rechenschaftsberichts vorlegen. Lassen Sie mich insbesondere auf zwei Punkte oder Herausforderungen eingehen, die uns in der Zukunft bevorstehen. Das eine ist die Frage der Obergrenze der staatlichen Mittel. Sie wissen, dass einige Abgeordnete gegen die aktuelle Regelung geklagt haben, sodass uns eine größere Rückzahlungsverpflichtung droht. Wir sind zwar gut darauf vorbereitet, aber sie wird uns natürlich wichtige Spielräume nehmen. Und insofern hoffe ich auf eine positive Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das andere Thema ist die aktuelle Zinslage. Da wir ja immer ausreichend Rücklagen haben müssen, um auch jederzeit einen Wahlkampf machen zu können, kommen wir im Moment nicht um Negativzinsen herum. Die Herausforderung für die Zukunft wird sein, diese möglichst niedrig zu halten. Ja, mein ganz besonderer Dank geht an den Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig und sein Team für die wirklich sehr verantwortungsvolle Handhabe oder Umgang mit den finanziellen Mitteln unserer Partei. Aber auch mein herzlicher Dank an den Generalsekretär und an unsere Vorsitzende Annegret Kamm-Karrenbauer für die Unterstützung auch in finanziellen Fragen und auch bei der Spendenakquise. Ebenfalls mein Dank an die ehrenamtlichen Rechnungsprüfer und auch den Revisionsbeauftragten, die sich auch immer informiert halten über die Lage. Und natürlich mein ganz besonderer Dank an die vielen ehrenamtlichen Schatzmeisterinnen und Schatzmeister, die für unsere Partei arbeiten auf allen Ebenen, um uns jederzeit kampagnenfähig zu halten. Sie können sicher sein, dass der Haushaltsausschuss der Bundespartei auch weiterhin alles genau beobachten wird, gemeinsam mit dem Finanzbeauftragten und auch mit dem Bundesgeschäftsführer, damit wir auch unsere finanziellen Ziele der Zukunft erreichen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.